Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe von Let's Play World of Tanks. Und zwar ein Replay von Vexing. Vexing Devil? Vexing Devil. Wieso muss ich jetzt an Wachsen für Frauen denken? Egal. Er spielt den M48A1 Patton, wie man ja hier sieht. Und es wird hier schön verteidigt. Ja, den Patton, glaube ich, habe ich selten oder wirklich ganz, ganz, ganz selten erst gezeigt. Die Teams selber sind recht ausgeglichen. Sie sind auf beiden Seiten, ja, ich würde erst sagen, mal so eher im unteren Bereich angesiedelt vom Skill her, so die Spieler. Also da stechen jetzt wenige heraus, also er natürlich selber. In seinem Team gibt es noch ein paar Bananen und im Gegnerteam ein paar, was habe ich denn das letzte Mal gesagt, was ich ganz gut fand? Die Gurken war es nicht. Limetten. Limetten. Und ja, dementsprechend sind wir mal sehr gespannt. Weil er kann hier natürlich mit seinem mittleren Panzer als Top-Tier schon einiges reißen. Ja, der fährt hier auch erstmal in die Mitte ab. Das ist mittlerweile, sieht man ja immer häufiger hier, dass da, wo der ST jetzt hochfährt, dass da gerade mit Panzer, mit einer guten Gun Depression gearbeitet wird. Da hat er doch auch schon zumindest mal ein bisschen was. Gucken wir uns doch mal seine Sicht an. Schöner Hit. Direkt einfach mal in die Seite gerommelt. Gegner hat keine Artis, so wie sein Team auch. Das ist schon mal vorteilhaft. Da kann man natürlich hier auch diesen Spot ein bisschen besser nutzen. Und man sieht hier, die Gun Depression ist wirklich ordentlich. Also da kann er ordentlich und gut arbeiten mit. Da unten jetzt auch noch ein IS, den er scheinbar sich jetzt erstmal zur Brust nehmen will, so wie es aussieht. So, der SP-1C. Oh, dass er den noch getroffen hat, sehr schön. So, der IS. Er teilt hier wirklich ordentlich Schaden aus. Na, die Kuppel ist nicht so leicht zu treffen, beziehungsweise dann auch zu durchschlagen. Aber so geht es dann deutlich einfacher. Von vorne jetzt ein T-32, da muss er ein bisschen aufpassen. Ja, genau. Schön. Den Kommandanten vielleicht sogar direkt mal rausnehmen. Na, nice. Hat gut geklappt, hat er schön gemacht. Was ich spannend finde, auf jeden Fall, dass er auch mit Cola fährt. Wie man unten sieht. So, die ersten 3000 Schaden sind gemacht, aber da kommt noch einiges. Der T-34, er hat eine sehr gute Map-Übersicht, das muss man ihm lassen. Ein VK, da ist ja Carnarvon, da ist es ja einiges da hinten noch im Eck. Also auf jeden Fall hat er da jetzt noch ordentlich Arbeit vor sich. Auto-M auf dem T-32, wenn er so natürlich unten fährt, hätte man machen können. Hat aber leider nicht geklappt. So, scheinbar hat er sich jetzt überlegt, der Spot, der gefällt ihm jetzt doch gar nicht so gut, deswegen fährt er mal und positioniert sich wieder um. Der oben ist aber ganz schön überlaufen, wenn er da auch hinfährt. Naja, zwei Panzer sind da, vielleicht geht noch ein dritter. Die Gegner halten auf jeden Fall hier dementsprechend drauf. Und Tiger 2 in der Entfernung. Oh, der ging aber mal schön in den Boden. Unglaublich schnelle Fluggeschwindigkeit der Geschosse. Das ist auf jeden Fall ein ganz klares Plus für den Panzer.
So, da hinten. Jetzt noch der Ru. Ah, Wahnsinns. Wahnsinns guter Schuss, muss man ihm lassen. Und der ist auch rausgenommen worden. Und hier fliegen schon wieder die Schüsse rein. Na, ja, der RV hat jetzt geschossen. Ein unüberhörbarer Klang. So, und jetzt fahrt er weiter vor Richtung E75. Kettet ihn jetzt hier. Oh, jetzt hat er ihn wieder gekettet. Und hinterfährt ihn jetzt. Sehr schön. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wo sind sie hin? Wirkungstreffer. Spielt hier den E75 sehr schön aus. Macht er wirklich fabelhaft. Der ging voll durch ihre Panzerung. Das zeigt natürlich wieder mal, was ein guter Spieler in einem Panzer anstellen kann. Leider jetzt auf den Tiger 2 nicht geklappt. Aber aktuell schon bei 5500 Schaden. Seht es mir nach, das ist bei mir. Das habe ich vergessen, vor der Aufnahme das Fenster zu schließen. Ich gelobe Besserung. Aber hier jetzt, die Jungs warten alle gefühlt nur darauf, dass sie gehittet werden. Also die stehen ja da in bester Manier. Und da kann er jetzt natürlich den Schaden sammeln. Aber unglaublich, 6700 Schaden und erst 2 Kills. Also mit den Killshots hat er ein bisschen Pech, dafür macht er aber einen Schaden, der aller Ehren wertest ist. Wer jetzt endlich den dritten Kill mal bekommen. Nur der VK und der Tiger noch am Leben. Schießt er hier auf den Premium, finde ich aber auch legitim, weil er hat eine brutale Panzerung und auf die Entfernung. Und ein bisschen Premium darf man schießen, unterm Strich kriegt er auch noch ordentlich Credits raus, also alles okay. Aber das seht ihr ja selber in der Endauswertung dann auch gleich. So, der Tiger ist geplatzt, jetzt ist noch der VK. Und die Frage ist, kriegt er den Kill oder muss er sich da auch wieder begnügen mit dem Schaden? Und nein, er kriegt den Kill. Sehr schön. Und damit ist dieses Replay zu Ende. Wir haben 4 Kills gesehen, wir haben 9434 Schaden gesehen. Brutal gut, also hat mir sehr stark und sehr gut gefallen. Spricht für den Patten. Und ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen da. Und ansonsten bis bald, euer Alcaramba.